Super Noobs. Herzlich willkommen zu einem Let's Play Assassin's Creed 1. Mit mir, dem Staff, als Tastatösenwechsler und dem Gio. Hallöchen. So. Ja, wir hatten ja bei der letzten Aufnahme war der Staff ja nicht dabei gewesen, deswegen eine kurze Erklärung jetzt für den Staff, während er halt sich parat macht für sein Tor. Legen Sie sich schon hin. Ja, wir waren ja bei der letzten Aufnahme, wo der Staff dabei war, kurz vor dem Attentat mit dem Bücherhasser. Das haben wir bei dem letzten Aufnahme ja dann gemacht. Wir haben ja den Bücherhasser gekillt und danach waren wir nochmal in Damaskus und haben uns am Hafen da mit diesem paranoiden, gelehrten, tötenden Schisser da angelegt. Und jetzt ist eigentlich ja das letzte Attentat, ne? Ja. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Dann wollen wir noch mal sehen. Tretet ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Altair. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Altair. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen ihr und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende. Oha. Jo. So. Auf. Auf nach Jerusalem. Oh ja. Ab geht's. Jerusalem, wir kommen. Dein Büro. Ja, Logens. Logens. Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. So können sie in vorher bewachte Bereiche vordringen.
Und da sind wir auch schon. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das Wann und Wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spielt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. So, dann suchen wir uns den jetzt mal. Ja. Ich muss sagen, ich komme direkt wieder. Ja, Staff kommt ja alleine parat erstmal. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Jo, dann gucken wir doch mal. So, machen wir einen Aussichtspunkt. König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Salah al-Din reist ihm entgegen. Gekonnt. So. Schon mal den ersten. So, machen wir doch auch gleich mal weiter mit dem nächsten. Warum tut sie mir das an? Was habe ich euch getan? Nuss! Andere Werner! Nuss und Hafir! Verachtet euer Denken, das wäre ein Werner! Haltet euch fern von mir! Wie kannst du glauben, wenn ich mich nicht schaffe, das ist nicht zu schwer. Möge der Herr seine Seele gnädig sein wie an. Hol jemand hin! Dich hol ich mir!
Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh je. Wie konnte das nur passieren? Das ist ein böses Omen. Wer hat das getan? Nein, wie furchtbar. Das ist ein böses Omen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Doch nicht erlaubt, sie zu sein. Wer ist dafür verantwortlich? Da! Halt ihr! Richtig! Taufer Kamoto! Huna! Jetzt kann ich weit sein! Möge Gott ihn strafen! Dann muss doch mal einer Hut auf euer Hut! Heia! An uns alle vom Huna! Ich habe doch nichts Falsches getan. Warum tut ihr das? Ihr habt ja nichts zu suchen. Geht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Jetzt endet dein Leben. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ihr werdet mir nicht entkommen. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Dort ist er! Ja, oder sind wir doch gut dabei? Hinfort. Würde ich mal sagen. Na komm schon. Bürgerrettung ins Visier nehmen.